Gnaden, liebe Leute, herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Ja, heute geht's mal wieder, und ihr seht den Blue Eyes ja schon, um dieses schöne Set hier, das Ghost from the Past. So, aber wahrscheinlich auch das letzte Mal, also ich habe ja schon vorher eins aufgemacht in meinem letzten Video, das könnt ihr auch gerne mal abchecken. Ja, diesmal geht's erneut um das Display und ja, hoffen wir diesmal auf die Ghost. Es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, aber man darf doch träumen, gell? Von daher, nicht lang schnacken, machen wir das Ding auf. Und ja, kicken wir mal, was wir hier rausbekommen, ne? So. Reißen erstmal das schöne Siegel hier ab. Boah, das ist mal ganz schön tight heute hier. Hui, that's what she said. Okay, Schluss mit lustig. Ja, dann machen wir das mal auf hier, ne? Genau. Oh, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. So, na gut. Machen wir den mal einzeln auf und dann würde ich sagen, sehen wir die dann alle Booster Packs auf einer Reihe. Dann haben wir nicht so viel Müll am, ne, rumstehen. So, da ist es. Da sind die Booster Packs. Frisch geöffnet, also von den Verpackungen quasi. Fangen wir mit dem ersten Booster an und auch mit dem Dark Magician. Ich hoffe so sehr, dass ich die zähle in der Ghost Rare Version. Das wäre so sick. Aber man kann ja immer viel träumen, ne? Gut, fangen wir an. Geschmolzenes Leitungsfeld. Huch. Scheiße. Finsterer Begriff Exis-Drache. Nice. Metallfrose Fusion. Cosmoyo. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz realisieren, was hier gerade passiert ist, Alter. Oh mein Gott, Alter. Stell eins liefen. Ey, Leute. Oh mein Gott, ey, ich raste gerade aus, weil das ist gerade die schönste Karte. Also ich, na, Dark Magician wäre natürlich nicer, aber ich will nicht meckern, Bro. Alter, aber mit Abstand ist eine Ghost Rare in Synchro-Version. Oh mein Gott, ich kann es gerade nicht fassen, Leute. Direkt beim ersten Pack, was ist das? Ich kann rein theoretisch alles alle verkaufen, ja, aber mach ich nicht, bin nicht so einer. Okay, warte mal, okay, ganz kurz, ja. Es wäre jetzt vielleicht dumm, weil ich muss auch noch auf Printlines und so achten, ne? Aber Leute, ich kann das gerade echt for real nicht realisieren. Das ist so surreal, Leute. Okay, hier ist vielleicht so ein bisschen was. Aber an sich, ich sehe auch keine Print. Oh, okay, da. Jetzt sehe ich das vielleicht auf der Kamera nicht. Ich achte gerade auch nicht auf die Kamera, aber ich kann es gerade nicht. Leute, ich habe Angst. Ich zittere schon ein bisschen. Leute, ey, es tut mir so leid. Ich muss mal ganz kurz auf die Situation klarkommen. Ey, Leute, das ist wirklich gerade insane, Leute, das ist insane. Was mache ich denn da? Leute, hallo. Hier, so. Ja, es geht weiter mit dem zweiten Pack. Ey, ich bin so überglücklich, das glaubt ihr nicht. Oh mein Gott, das glaubt ihr einfach nicht. Dann noch den Kristallflügel-Synchro-Drachen, Alter. Okay, es geht weiter. Ich versuche zu chillen, Leute. Ich versuche zu chillen, okay? Sonnenranken-Mate. Märchenschweif-Geschichten. Tapferer Archendrache. Ey, ihr merkt gerade an meiner Stimmlage, ich bin so happy, Alter. Ich kann nicht aufhören zu grinsen. Das ist für mich der größte Pull meines Lebens, Alter. Das ist. Okay, vielleicht denkt der eine oder andere, oh, das ist nur eine Karte. Nein, Leute, es ist eine Ghost Rare. Eine fucking Ghost Rare, Mann. Ich kann nicht mal richtig. Oh mein Gott. Und da kommt direkt noch Dracheneinheit Remus, einer der besseren Ultra Rares. Bestes Display, Leute. Es hat sich gelohnt. Ich habe so gehofft und es hat sich gelohnt. Alter, wo ich die Highlights tue, ich mal hier hin. Natürlich, oh Gott, komm, hier eins liefen direkt, Leute. Ich schwitze so hart, das glaubt ihr nicht. Okay, haben noch geiles Wetter erwischt heute, also Zeit, die Packer. Magideutsche Schloss, ich kann es nicht fassen, Leute. Xyz Ausbruch, Wunder-Synchro-Fusion und geil, bewaffneter Drache Level 10. Da muss ich nochmal einmal kurz Shoutout geben an meinen Cousin Benom. Ich muss immer an dich denken, wenn ich diese Drachen hier sehe, weil hier ne, von früher noch, die guten alten Zeiten, als wir Yu-Gi-Oh! Neu entdeckt haben, da hast du die, glaube ich, sogar gehabt. Oder einer dieser anderen Versionen, also die gab auf jeden Fall auch den Highlights. Ein Big Shoutout an Funtainment, die Leute aus Berlin. Die haben mir nochmal zum Display diese zwei Promokarten gegeben, also aus der Lost Art, vom Lost Art. Genau, das sind diese Lost Art. Dingensbums da, diese Special-Karten. Und wie ihr seht, theoretisches Begräbnis in unzensiert, also mit dem Kreuz, sonst war das immer so ein Grabzeichen. Ich kann nicht mehr sprechen, Leute.
ein Grabstein und diesmal mit Kreuz, das feiere ich ultra. Und dann halt Ring der Zerstörung mit den Granaten. Davor war das was anderes, ich kann jetzt gerade nicht sagen was. Aber die sind auf jeden Fall auch ganz nice. Die haben mir quasi geschenkt dazu. Richtig korrekt. Oh mein Gott. Okay. Groß Salamander Falco. Ojama Land. Sorry für den Schnäuzer. Hyson Ryu. Habe ich den vorhin auch gezogen? Also im ersten Opening von dem Ghost from the Past gezogen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube schon. Ist aber immer noch eine richtig coole Oldschool-Karte. Königliches Gefängnis und Schattenpuppe Genie. Cool. Gut. Weiter geht's. Schaffen wir noch eine zweite Ghost Rare? Lacht mich ruhig aus. Ich lache mich gerade selber aus innerlich. Ich glaube nicht. Aber was soll's. Ich will auch nicht zu viel verlangen. Ne? Sonnensamen Genie Loki. Nice. Photonendrescher. Metallfose Mithrilium. Metallfose Vollflamme. Und priesterliches Siegel der Schöpfung. Okay. Schöne Karte übrigens. Eine Pflanze. Nice. Was soll ich dazu sagen? Ich bin ganz baff, Leute. Das ist hier schuld. Der Freund ist hier schuld, Alter. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich kann gar nichts mehr, Alter. Ich komme gar nicht mehr auf klar. Ich glaube, ich werde auch heute richtig schlecht schlafen können, und weil ich das noch realisieren muss, gell? Reparieren. So wie ich auch gerade meinen Kopf reparieren muss, ey. Die Monarchen brechen hervor. Ey, das ist ein Zungenbrecher. Warte mal. Drache. Whatever. Metallfose, Goldfahrer und Drachenritter, Dracheneinheit Ritter, Ehre. Ey, ganz ehrlich, die Namen werden immer verrückter bei Yu-Gi-Oh! Also, dafür entschuldige ich mich jetzt nicht, dass ich das auch nicht aussprechen konnte. Ich meine, ich leide eher an einer Sprachbehinderung und das ist jetzt kein Front an die Leute, die tatsächlich daran leiden. Ich meine nur, ja, irgendwas stimmt nicht. Zeitdieb, Regulator, Sonnensamen Zwilling, Metallfose, Ori, Kalk. Artefakt Durendal und Hehlschattenpuppe Lea. Mhm. Gut. Ich hoffe ja noch diesen rosanen Drachen zu ziehen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ich bin eh gerade ganz woanders in meinem Kopf. Ich freue mich so, wie die Max, Alter. Ich freue mich so, dir das gleich auf WhatsApp zu schicken, ja. Maskenwechsel, Zeitdieb Urkrone, Magidolche kleine Schwestzessin, Resonatormaschine, Laval Bogenschütze. Mhm. Was gab es denn noch für Karten, die ich da nicht gezogen habe? Da gab es so einige. Stimmt, diesen Rotdrachen. Erzunterfeldler, war das das? Mit dem 4000 ATK? Naja. Wasserdrache, mal gucken, ob wir den heute noch ziehen. Ne? Zeitdieb, Zurückdrehung, Metallfose, Silberogel, Greifer, Kreuzritter und Dracheneinheit, Ritter, whatever. So nenne ich ihn jetzt. I don't care. Ja, Metallfose Kombination, Zurückbuchen, Reparieren, Antriebsstart und Zeitdieben Regulierer. Da fehlt noch ein bisschen Farbe, wenn man das hier gerade sieht. Der Augefuß ist ja leider nicht so. Da muss noch irgendwas einstellen wahrscheinlich, falls es möglich ist. Aber was soll's. Guter Blue Eyes, du hast Gutes geleistet heute. Scheiße, ich bin so durch, Alter. Okay, Antriebsstart. Resonatorruf. Priesterlicher Drache von Ezet. Sieht auch ganz cool aus, eigentlich. Mhm. Sonnenrankenschrein und Sonnenavalon Drianome. Jo. Oh. 2% Akku, Alter. Oh, ich muss mich beeilen, sorry. Ich sehe gerade 2%. Magidolcher Schloss, Seelenmetallfose, Visumrüstung, Sternritter Astel, Metallfose Strahlen und Zeremonie der Sternritter. Ich sehe gerade auf dem Display, es sind nur noch, no joke, 2% Akku. Eieiei. Okay, Schwallmagier, sorry, wenn ich jetzt gerade nicht so hetzen muss, Alter. Metallfose Fusion, Draco Equintan Drachenritter, Magidolche frische Schwesttorte und erneut den bewaffneten Drachen Level 10. Sehe ich gerne, also auch doppelt, kein Problem. Ist wie gesagt eine richtig coole Karte für die Sammlung. Metallfose, Wollflamme, priesterlicher Sonnendrache, Overlord von Hippopolis, Maskenwechsel 2, Nebel, geil. Nebeltal, Bibelrock und Necros, cool, von Ariadna. Necros-Karten sind auch ganz cool, feier ich. Die sieht ganz komisch aus, der Holo-Effekt ist ein bisschen, wirkt so ein bisschen
unscharf, keine Ahnung. Kann ich gar nicht erklären. Werde ich später einsleeven. Jetzt noch 1%, okay. Sonnenavalon Blüte, Metallfuse Konter, Cosmo Blechbüchse, Übler Dorn und ausgeglichener Zweikampf, einer der besseren Karten. Ey, das war ein geiles Opening. Vielen, vielen Dank. Sorry, wenn ich so schnell aufhören muss. Wie gesagt, das sind wirklich nur noch 1%, die ich hier habe. Aber nochmal einen kurzen Blick auf die Ghost Rare. Boah. Ey, geil. Saugeil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen nach oben und euch noch einen schönen Tag, Alter. Ciao, ciao.